Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Halloween-Wochen mit Zombie Dungeon Crawler. Made with Unity. Habe ich mal letztens irgendwie bei irgendeinem Spiel, ich weiß gar nicht welches, geäußert, dass das echt mittlerweile echt gut aussehen kann auf Unity Engine. In dem Fall wird das nicht der Fall sein. Vielleicht haut das Gameplay ein bisschen raus, aber so, muss ich hier Bildschirmanpassung machen? Könnt ihr nun. Mal Options. Ach so, das sind die einzigen Optionen, hier den Bildschirm zu kalibrieren. Nochmal Start Dungeon. Warum muss der Bildschirm so wackeln, wenn ich schieße? Egal. Ja, es ist halt ein Indie-Spiel, aber komplett. Das ist auch in der Indie-Sparte bei Xbox Live komplett drin. Eins, zwei, Bisse. Hä? Muss ich wohl woanders hin? Hier gab es ja noch ein paar Räume. Ja. Also ein sogenannter Twin-Stick-Shooter. Läuft schon mal super. Okay, wir haben eine Münze gefunden, aber schon das halbe Leben verloren. So, wo ist noch ein Drittel? Und, ja, es läuft, ne? Ach, Halloween-Woche, das sind halt Zombies, ne? Was willst du machen? Gehören halt irgendwie dazu. Aber, hier haben wir geklärt. Viel gut. Übrigens generiert sich der Level immer neu. Neu, das ist gut. Wenn ich noch was treffen würde, wäre super. Okay. Das Pixelblut sieht übrigens sehr, sehr pixelig aus. Habe ich gerade einen Boss gekillt? Ich fasse es hier nicht. What? Was seid ihr? Kleine Mistmaden. Bin ich dagegen? Okay. Ich hab eigentlich keinen Schimmer, was ich hier tue. Okay, der ist down. Ich kann so mit den Twin-Stick-Shootern nicht so umgehen. Merkt man ja fast gar nicht an, ne? Mann! Geht raff. Was soll der Scheiß? Stimmt, wir hatten ja einen Schlüssel. Übrigens, das Ding ist entweder kostenlos oder irgendwie so für 19 Cent oder sowas gewesen. Also, ich tue mir da jetzt auch nicht weh mit. Was ich gerne hatte, auch wenn die Waffe okay ist. Bessere. Was? Ich raff's nicht. Wie die Pixel sich immer neu anordnen. Scheiße. Wie die Pixel sich immer neu anordnen. Ich raff es nicht. Ich raff es einfach nicht. Was das hier soll. Oh, viele. Oh, das ist wieder ein Zerteiler. Ich treffe nichts. Ich treffe nichts. Okay, jetzt habe ich sie doch mal angekratzt. Ah, alles klar. Gut. Das nehme ich mal einen Boss, bitte. Fuck, der hat da mal eben. Oh. Eine Milliarde Zombies fallen gelassen, der Depp. Au. Okay. Nochmal. Ich hab keinen Schimmer, was ich hier treibe, Leute. Ah!
Da musste mir einen reinwirken, ne? Das musste sein. Ein! Arr! Der Witz, ich habe irgendwie gerade Fun. Wieso habe ich gerade Spaß mit dem Spiel? Was soll der Scheiß? Nein. Ich mach erstmal die anderen hier fertig. Also der eine respawnt scheinbar immer welche. Jetzt bin ich ja auch ein bisschen drauf vorbereitet, sagen wir es mal so, das ist ja schon was wert. Oh Gott, das ist gut. Ah, okay, der respawnt die zwei, aber ihn selber muss ich trotzdem treffen. Na, ist klar. Jetzt habe ich das System doch mal sowas wie verstanden, sag ich mal. Toll. Ach, ich habe ihn wohl gekillt. Okay, der hat mich gekillt. Übrigens habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Levels doch sehr gleich bleiben. Dass sich da nicht mehr viel tut in dem Spiel. Viel kommt da, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ich spiele bis noch bis zum nächsten Tod und dann ist auch gut. Das war ein bisschen weit gedreht. Du bist tot. So. Ja, in so einem Raum. Bescheuert, oder? Noch ein bisschen enger geht nicht, oder? Ich hab's geschafft. Nein! Okay, das war's, Leute. Ich hab gesagt, bis zum letzten Tod. Waren jetzt bloß etwas über 7 Minuten, aber mei. Ne? Bisschen schwund ist immer. Das war's mit der heutigen Folge für die Halloween-Wochen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Fun gehabt. Zwischendurch kam sowas auch bei mir auf. Sowas wie Spaß. Und ich sage an dieser Stelle, ja, bis morgen oder übermorgen. Ich weiß ja noch nicht, ob ich wirklich 31 Parts zusammenkriege. Ob ich es zeitlich schaffe, aber auf jeden Fall spätestens bis übermorgen, wenn es heißt wieder Halloween-Wochen bei Els. Hau da rein! Ciao!